Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons in der Version 1.1.1a tatsächlich. Weil heute kam ein neues Update, weil ja jetzt Cherry Blossom Zeit ist, also Kirschblütenzeit und Osterevent. Ich weiß jetzt nicht, warum in diesem Vorschaubild noch keine Kirschblüten sind. Ich hoffe, die sind gleich in-game drin. Wir schauen nach. Hallo Nadine übrigens. Hallo liebe Bewohner. Es ist Mittwoch, der 1. April. Und nicht vergessen, der heiße Tag ist so ein kleiner Hüpfer entfernt. Das heißt wohl auch, uns steht ein Wetterwechsel bevor. Eine Jahreszeit verabschiedet sich und die nächste zieht herauf. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ja! So, das wär's für heute. Viel Spaß noch und einen wunderschönen Tag. Danke, Melinda. So, und jetzt, ich frage mich nämlich schon seit 2 Tagen, ob alle Bäume Kirschblüten sein können. Ah, nein, können sie nicht. Guck mal. Wir sind hier in so einer Zwischenwelt gefangen. Rechts sind Kirschblüten und links ist einfach alles normal. Oh, ich habe 30.000 Sterne schon wieder verdient. Gibt's ja gar nicht. Mein Bambus wächst und gedeiht auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut. Guck mal, man sieht da unten sogar schon so ein bisschen Bambus raussprießen. Also diese typischen Bambus-Dinger. Okay, aber es sind nicht alle Bäume Kirschblüten. Das ist interessant. Das dauert dann wohl erstmal ein bisschen. Was haben wir denn heute so in der Box? Oh mein Gott, schon wieder so viel. Schon wieder die Akademie des schönen Hauses? Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Zur Feier des Tages erhältst du von uns ein Möbelstück geschenkt. Mögest dir zu kulinarischen Höhenflügen verhelfen. Danke. Stimmt, ich habe ja gestern noch mein Haus abbezahlt. Das müssen wir uns auch gleich nochmal angucken. Lieber Dizzy, die Erweiterung deines Eigenheits ist abgeschlossen. Während der Arbeiten mussten wir allerdings ein oder mehrere Items an den Wänden in deinem Lager verstauen. Das, also, ohne Witz. Ich bin richtig unzufrieden mit der Nook Inc. Und die Nook Direktbank hat auch noch irgendwas gesagt. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Nook Direktbank. Ihren Konto von Zinsen in Höhe von 149 Sternis. Ja, ich bin reich. Übrigens auch ein Trick, wenn ihr Zeit reist, Leute. Packt einfach alles auf euer Konto. Ihr kriegt jeden Monat Zinsen. Ja, ja. Und die Pia hat mir auch noch was gegeben. Cooles Haus, Dizzy. Hab gehört, dein Haus hat ein neues Zimmer. Lad mich mal ein, damit ich das Design checken kann und so. Hier noch ein Geschenk, damit du dich nicht so einsam fühlst. Warum ist die Pia so nett zu mir? Unfassbar. Die schenkt mir doch bestimmt irgendwas Asiatisches. Irgendwas Kung-Fu-artiges. Das fände ich richtig toll. So. Wir haben ein Baustellenschild. Genau, das habe ich von Nook bekommen. Nachdenkliches Lied. So, das hier ist von Akademie des Schönen Hauses. Eine Mikrowelle. Endlich kann ich mal Essen machen. Und ein Teekessel von der Pia. Toll. Ja, schauen wir uns doch als erstes unser neues Haus an. Müsste nach hinten jetzt ein neues Zimmer geben, ja. Das ist halt doof. Jetzt ist hier mein Schrein voll im Weg und ich komme nicht in mein Zimmer hinten rein. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit meinem tollen Schrein hier machen soll, to be honest. Wir nehmen das mal einfach alles einmal mit. Auch den Teppich. Den Teppich kann man nicht mitnehmen, oder was? Doch, okay. Weil es ist jetzt so leer. Ist doch voll kacke. Ich weiß nicht, ob ich das hier so mag. Aber wir haben einen neuen Raum. Den können wir einrichten, wie wir wollen. Oh, der ist ganz schön klein. Kann man hier bestimmt auch noch vergrößern, wenn man will, ne? Fehlt vor allem Musik. Gut, so, neu eingerichtet. Mit komischer Etitude-Musik. Ach, Moment, wir können ja nochmal die neue Musik reintun. Wir haben ja gerade was Neues bekommen, nicht wahr? Nachdenklich. Könnte vielleicht sogar besser passen. What the fuck? Ich finde diese Titelbilder richtig toll. Ja, passt vielleicht auch. Das ist jetzt auf jeden Fall unser kleiner Schrein. Wir haben ja auch unsere Mikrowelle. Piep, piep. Und die Teekanne, die uns Pia geschenkt hat. So sieht das hier jetzt auf jeden Fall erstmal aus. Warum nicht? Weiß ich noch nicht, ob ich damit so zufrieden bin, aber erstmal bleibt das so. So, und das Baustellenschild könnten wir dann theoretisch auch irgendwo aufstellen. Aber wir haben gerade gar... Doch, wir haben eine Baustelle. Leute, wir haben ja sogar eine Baustelle. Wir haben ja noch nicht die Brücke abbezahlt. Na, guck mal, meine Pfirsichbäume sind ja auch fertig. Das gefällt mir. Und hier kommt dann das Baustellenschild hin. Zack. Sehr gut. Jetzt weiß jeder, hier ist eine Baustelle. Okay. Dann lass mal gucken. Oh, diese ganzen Cherry Blossoms. Oh, die sind so schön. Ja, wer es noch nicht kennt, Cherry Blossom Zeit ist halt das hier. Hier sehen wir schon Oster-Event. Dass es jetzt überall diese Kirschblüten gibt. Und die können tatsächlich auch in der Luft rumfliegen. Und dann kann man sie mit dem Kescher fangen. Und daraus saisonale Gegenstände herstellen. So Cherry Blossom Gegenstände halt. Mega cool. Aber wo wir jetzt schon die ganzen Eier hier an den Bäumen sehen, müssen wir mal ganz kurz mit dem Häschen reden. Da ist ein Cherry Blossom Dim. Schnell mit... Nein, das ist weg. Okay, wir bleiben aber im Kescher. Aber wo ist denn Mr. Da, Mr. Hase. Hallo.
Oos. Warum denn Oos? Wegen Ostern? Schnippe die Zingen, flippe die Boing. Du hast mich gefunden. Das sag ich doch glatt. Hallöchen. Ich bin keine Seifenblase. Nein, oh nein. Ich bin Oos der Hase. Stimmung. Ja, die Frifa-Freude ist groß. Du darfst gerne mitjubeln, nur Mut. Und damit du es weißt, warum du dich freuen musst, erkläre ich dir gerne, warum ich hier bin. Übrigens, ich weiß, was du denkst, aber die Antwort lautet nein. Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Pappalapapp, zurück zum Tita-Thema. Heute ist Häschen-Tag und alle so, yippie, ich drehe durch, Spaß im Freien, organisierte gute Laune. Und für mich jede Menge Arbeit. Ah. Weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Häschen-Tag. Bereit? Mein Name ist Oos und jetzt lege ich los. Am Häschen-Tags gibt's keine Schokolade, keine Bonbons und keinen Kuchen. Am Häschen-Tag gibt's Glückseier, der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. Es gibt 6 Sorten Glückseier, die ich versteckt habe. Du musst sie sammeln, so viele wie möglich, und dann bringst du sie mir. Egal wo, Bäume, Felsen, Gewässer, Erde, Himmel, lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zusätzlich zu diesem Bombentipp, hier bitteschön. Eine Bastelanleitung für ein Häschen-Tagbett. Juhu. Und noch eine Hammer-Ankündigung. Ich habe überall Bastelanleitungen versteckt. Wenn du alle findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also dann einen viva-wunderschönen Häschen-Tag wünsche ich dir. Okay, jetzt wissen wir also, wie der Häschen-Tag vonstatten geht. Hier ist gerade noch ein Geschenk an mir vorbeigeflogen. Da, sehe ich doch. Ah, ja, wir müssen also so viele... Das, da ist auch ein Ei drin, weil das ist so komisch gestreift. Nein, komm her. Ich brauche das Ei. Oh Gott. Danke. Ja, Ei. Ja, der Häschen-Tag ist einfach, dass man so viele Eier sammeln muss, wie geht. Und die kann man dann bei ihm abgeben und kriegt dafür Stuff. Wie zum Beispiel halt diese DIY... Anleitungen. Auf jeden Fall sehr cool. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Money. Wieder ein 10.000er, wie es aussieht. Ja, mega nice. Und ja, wir suchen jetzt einfach mal. Die kann es halt überall geben, sowohl an Bäumen, wenn man die zum Beispiel einfach anhaut. Zack. Oh, schade. Dann können da, glaube ich, Eier rauskommen. Ich weiß nicht. Doch, 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 da. Guck, ein Holzglücksei. Mega gut. Ich weiß nicht, ob das nur einmal pro Baum ist oder ob das mehrere Bäume haben können. Lass mal ausprobieren, ob irgendwo noch so ein Ei rauskommen kann. Doch, da! Oh nee, da muss ich ja alle Bäume in der Stadt anhauen hier. Oder auf der Insel. Oh nein, das ist ja richtig anstrengend. Das ist die erste Methode, wie man Eier bekommt. Dann kann man die wahrscheinlich auch übers Fischen bekommen. Wir probieren das jetzt einfach mal alles aus. Es gibt ja jetzt auch seit April wieder neue Fische. Deswegen... Guck mal her, das kann entweder ein Ei sein oder ein ganz neuer Fisch, den ich noch niemals hatte, aber es ist einfach ein Barsch. Geil. Ich hasse diese Bärsche. Warum gibt's die immer noch? Hätten die nicht auch im April einfach weg sein können? Mann, ey. Oh, was ist das denn? Eine Heuschrecke. Komm her, du Heuschrecke. Die ist auf jeden Fall neu. Nee, eine Nasenschrecke. Hab dich. Jetzt kann ich dir eine lange Nase drehen. Sagt man das so? Eine lange Nase drehen? Und da haben wir ein Kirschblütenblatt. Geil, so viele neue Sachen hier. So viel auf einmal vor allem. So schön und so vergänglich. Ein Leben im Jetzt. Ach, Kirschblüten sind wirklich richtig hübsch. Das erinnert mich auch wieder alles an Japan. Mit der Kirschblütenzeit, das war sehr toll. Ich habe hier auch noch ein paar Sachen verändert. Ich habe hier noch so ein... Alter! Warum gibt's hier so viele neue Sachen? Ich liebe es. Eine Libelle. Königslibelle. Die Krönung des Tages. So. Ich habe Fossilien abgegeben, hatte wieder zu viele. Diese Scheißhaufe ist übrigens auch ein Fossil. Und deswegen habe ich das hier jetzt einfach mal alles hingetan. Und wenn irgendjemand mal was einkaufen will, dann soll er kommen. Okay. Wir haben so viel zu tun. Aber bevor wir die ganzen Eier suchen, wir gucken erstmal bei Nook vorbei. Das ist tatsächlich alles schon. Ich habe die beiden Sachen hier vorne und das Tatami-Bett auch. GG. Na gut, dann sagt doch mal, wie ist denn euer Rübenpreis? 162, das ist weniger als gestern. Ich habe aber jetzt auch erfahren, der Rübenpreis ändert sich am Tag. Also wenn er am Morgen nicht so gut war, dann guckt einfach abends nochmal vorbei, da kann er sich nochmal verändert haben. Guck mal, die Glückseier heißen sogar anders. Es gibt Luftglückseier, Laubglückseier, Holzglückseier und so weiter und so fort. Bei den Tapeten gibt es eine Schwarz-Relief-Fliesenwand. Okay, die sieht halt auch irgendwie mal ganz geil aus. Ja, komm, nehmen wir mit. Leider sind immer nur die Tapeten gut. Die Böden, das ist irgendwie schwer, was Gutes zu finden. Wie ist denn ihr Naps und Schlepps? Naja, wir gucken auf jeden Fall nochmal in die Modeschneiderei rein. Oh, da sehe ich noch ein Maid-Outfit. Und ein Monokel. Gut, wir schauen natürlich in den Umkleideraum, weil da gibt es ja immer mehr Farben. Das ist angenehmer, finde ich, als sie im Laden einzukaufen. Wird tatsächlich auch passend, so eine Bomberjacke, ne?
Warte, ich werde einfach zu dem, was ich gar nicht mag. So sieht man natürlich mehr geschäftsmäßig aus mit so einer Weste mit Hemd. Ey, das sieht wirklich eigentlich ganz gut aus. Schwarz-Weiß oder Weiß-Schwarz? Na, so lassen, wie es ist. Da ist dann halt noch dieses Rote mit drin, was dann zum Hut passt. Ah, ich bin mir unsicher. Oder hat so ein geiles Maid-Outfit. Wohl mit den Stiefeln, das passt richtig gut. Was, ein Kuh-Schädelhelm? What the fudge? Sieht doch so aus, als wenn wir ein richtig krasser Geschäftsmann wären mit dem Ding hier, oder? Was aber auch der Hut einfach ausmacht. Guck mal, wenn man hier so einen Kuhschädelhelm aufhat, ist noch okay. Mit so einem Skateboardhelm sieht man einfach aus wie der letzte Vollidiot mit dem Rest. Und mit dem Hut sehe ich aus wie ein Geschäftsmann. Wenn er mal ein bisschen cooler gucken würde. Ich glaube, ich nehme das so. So, Monokel, ja oder nein? Ich weiß nicht, ich mag diese Brille eigentlich sehr gerne. Vor allem mit diesen Tatzen auf meinem Gesicht. Das sieht doch richtig lächerlich aus. Oh, ich weiß nicht. Monokel, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Monokel, sag doch bitte. Nehme ich es oder nehme ich es nicht? Ich mag beides sehr, muss ich sagen. Ich nehme es erstmal mit. Muss ich ja nicht anziehen. So, jetzt sind wir ein richtiger Geschäftsmann hier. Hallo, Sina. Wie geht's dir heute? Möchtest du heute liegen? Wenn du ein Anliegen hast, wende dich bitte an den anderen Igel, ja? Nein, Sina, ich möchte mit dir reden. Bitte ignoriere mich nicht. Tina, du hältst dich da raus. Ich möchte mit Sina reden. Tina, bitte. Lass uns doch mal einen Tee trinken oder einen Kaffee. Was? Wir haben doch keinen Kaffee auf der Insel. Egal. Ich habe eine Teekanne von Pigia bekommen. Du kannst einfach zu mir nach Hause kommen. Ich lade dich ein. Tina will nicht mit mir reden. Und meine Mutter ist gerade mit Pommes angekommen. Vor zur Unterbrechung des Videos. Ja. Alles klar. Eine Mahlzeit später. Es gab übrigens Pommes und Burger tatsächlich. Können wir weiterspielen? Ja, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir werden einfach ein paar diese Eier jagen. Beziehungsweise nochmal mit den O's sprechen. Hi. Er hat mir eine Bastelanleitung gegeben, ne? Hier, Häschen, Tag, Bett. Ach, das ist ja süß. Das ist einfach so ein Korb mit den ganzen Eiern drin. Wir brauchen von jedem Glücksei jeweils ein. Erd, Fels, Laub, Holz, Luft, Wasser gibt es also. Das heißt, man muss einfach nur ganz normal spielen und dann kriegt man seinen ganzen Kram, ja? Dann erwarte ich jetzt ein Glücksei aus diesem Stein. Bitte, ein Glücksstein? Ein Glücksei? Nein? Ah, ich werde hier betrogen. Wo sind meine Glückseier? Lutz, 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 hast du Glückseier gesehen? Hier, guck, ich suche solche Luftglückseier. Hast du sowas gesehen? Oh, danke, sieht ja lecker aus. Nein, du sollst sie nicht einstecken. Zieh ich mir später ganz bestimmt noch rein. Hallo, gib mir mein Glücksei zurück. Lutz! Nein, das war mein einziges Luftglücksei. Oh Mann. Der sollte mir helfen, neue zu finden, aber nope. Er klaut mir das einfach. Oh, im Boden gibt es auch welche. Ein Erdglücksei. Ach so. Deswegen sind hier auch so viele X'e im Boden. Das macht Sinn. Guck mal, hier ist bestimmt auch noch eins. Nein, es ist aber nur ein Fossil. Aber wie frech von dem Lutz, dass er mir einfach mein Glücksei klaut. Bitte ein Steinglücksei. Ja, da! Cool. Also man muss da auch Glück haben, dass da diese Eier rauskommen. Holy moly. Und in der Flaschenpost gibt es auch irgendwas, oder was? Also das ist auf jeden Fall auch so gestreift. Ich denke mal, das wird irgendwas mit dem Oster-Event zu tun haben. Eine Ei-Flaschenpost. Was ist denn da drin? Boing, zoing, sein Glück. Forsches Flaschensammeln soll belohnt werden. Ich hoffe, du hast Freude an dieser super, die duper tollen Eieranleitung. Und jetzt schnell die Ärmel hochkrempeln und auf zur nächsten Werkbank. Flauschige Grüße, dein Ost, der Hase, in Klammern. Süß. Hesetag-Ballon-Deko-A. Ach lol, das sind einfach so Ballons, die aus dem Boden rausragen und dann da so rumfliegen. Boah, da brauchen wir wieder ein Luftglücksei für. Aber wie man jetzt aus diesen Kirschblüten irgendwas macht, gar keine Ahnung. Wie man da überhaupt Rezepte für bekommt. Wieder ein Ei. Oh, das ist kein Ei. Aber es ist ein sehr großer Fisch, ein Riemenfisch. Der ist wirklich riemlich groß, das ist korrekt. Und ich höre schon wieder ein Geschenk. Wo ist es? Da. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Warte, oh shit. Nein, mein Geschenk. Es ist ein buntes Geschenk. Warte. Nein. Es landet gleich im Ozean. Das ist überhaupt nicht gut. Nein, Geschenk. Oh Gott. Bitte trifft das und bitte nicht ins Wasser. Oh, danke. Das war knapp. Bisschen später. Und das wäre im Ozean gelandet. So, damit haben wir jetzt auch ein Lufti-Dufti-Ei. Können wir uns ja irgendwas Cooles herstellen, nicht wahr? Yeah, hier ist ein Tagballon-Deko-A. Klar stelle ich das her. Wunderschön. Die werden wir jetzt überall platzieren, wo es geht. Ich brauche mehr Eier. Ah, wir brauchen mehr Eier. Da ist noch ein Ei. Perfekt.
Oh, gleich zwei auf einmal. Mega gut. Ja, so eigentlich müsste man jetzt halt auf der ganzen Insel alle Bäume anschlagen, die ganze Zeit angeln. Halt das, was man auch sonst so macht eigentlich. Wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich weiß nicht, wo ich die ganzen DIY-Produkte jetzt herbekommen soll. Oder bekommt man das noch durch Nurgmeilen irgendwie? Nö, hier gibt's gar nichts. Aber es gibt eine Japan-Mauer. Ja. Ist auf jeden Fall gekauft. Genau das habe ich noch gesucht. Jetzt kann ich endlich auch meine ganze Stadt voller Mauern packen. Okay, ich denke, ich werde dann jetzt mal alle Bäume auf meiner Insel anschlagen und hoffe, ich kriege da ganz, ganz viele Eier raus. Verdammt. Ist kaputt. Mal gucken, wie viele haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 3 Holzglückseier. Mal gucken, wie viele ich am Ende habe. Oh! Okay, also in den Ballons können auch diese DIY-Dinger drin sein. Ein Häkchentag. Häkchentag-Tisch. Können wir hier lernen. Auch süß irgendwie. Also ein bisschen sehr bunt. Aber ich will es trotzdem alles haben. Sind auf jeden Fall viel, viel mehr dieser Pakete jetzt unterwegs wegen des Events. Na los, komm her. Ja, ein weiteres Ei. Oh nein, und Gulliver ist auch hier. Gulliver, ich kann nicht so viel auf einmal machen. Was machst du schon wieder hier? Ah, Träume sind Träume. Doch schlägt trüb den Blick. Was? Huch, wer bist du denn? Ich habe schon wieder mein Zeug verloren. Bla, 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 bla. Gulliver, es ist Oster-Event. Wenn du mir nicht hilfst, irgendwelche Eier zu finden oder mir Eier als Belohnung gibst, dann kannst du mich mal. Ich werde dich dann nie wieder retten. Ja, machen wir nebenbei. Ich habe gerade andere Sachen zu tun, Gulliver. Ich muss nämlich Bäume anhacken. Für Eier. Eier sind wichtiger als deine komischen Teile und dein Leben. Alter, wow, 3 Eier gleich. Okay, also diese Fichten sind ja richtig gut. So ein Eierdesign wäre doch nicht schlecht. Oh, das ist die Idee für eine neue Waschanleitung. Okay, also wenn ihr ganz viele Eier sammelt, dann kriegt ihr auch neue Sachen. Aha, guck mal hier. Ein paar Holzeischuhe, Holzglücksei-Outfit und eine Holzeierschale. Das ist alles zum Anziehen locker. Ja, ja, ja. Aber das war jetzt nur für die Holzglückseier. Das heißt, wahrscheinlich für jede Glücksei-Sorte, die man findet, gibt es auch verschiedene DIY-Projekte. Naja, back to business. Weiter Sachen hacken. Das war's wert. Ein Ei für ein gestochenes Auge. Shit, man sieht das Auge jetzt sogar, weil ich dieses Monokel anhab. Da war diese Brille eigentlich mega gut, weil da hat man nicht gesehen, wenn man gestochen worden ist. Meins. Nein, bleib hier. Kirschblüte, bitte. Nein, mein Leben ist so scheiße. No, no, no. Okay, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Nein, bitte geht weg. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich werde sterben. Nein, wenn die mich fangen, dann bin ich doch tot. Bitte geht weg. Schnell ins Wasser. Oh nein. Rip. Oh, guck mal, die Kokosbäume geben auch die Eier. Die Kokosnüsse sind, by the way, falls ihr euch das schon mal irgendwann gefragt habt, nur 250 Money wert, weil man die halt eigentlich bei jeder Meileninsel bekommt. Nur so, falls ihr euch wundert, warum ihr weniger Sternis bekommt, als ihr eigentlich verdient habt für Geld, für Obst. Weil eigentlich ist ja jedes Obst, das nicht auf eurer Insel von Anfang an wächst, 500 wert, aber bei Kokosnüssen ist das halt leider nicht so. Hetz mich nicht so, du Häschen! Echt so, als wenn er da mir die ganze Zeit in den Nacken peitscht. Schneller, schneller, hol mir meine Eier! Nein, warum? Warum? Warum ich? Ich will das nicht! Oh Mann. Gemeingefährlich, diese blöden Eier zu suchen. Und dauernd wird man hier ausgenockt. Alles klar. What the fuck? Was habe ich für Äxte dabei? Okay, egal. Halbe Stunde rumaxten. Ich habe noch nicht alle meine Bäume leider erwischt, aber da fehlen nicht mehr so viele. Wie viele Eier habe ich denn bekommen? So, 43. Nee, 73. Pff. 73 Holzglückseier und jede Menge Holz, wenn ich das irgendwann mal einsammeln würde. Das ist auf jeden Fall genug Holz für mein restliches Leben. Da könnt ihr von ausgehen. Und wir kriegen hier noch ein weiteres Geschenk. Hier, komm her, kleines Geschenk. Hab nur auf dich gewartet, um dich abzuschießen. Nice. Oh, im Geschenk war nochmal ein Häschentag Girlande. Was ist denn ein Girlande? Ich kann ein Gelände, aber was ist denn ein Girlande? Oh, ist das irgendwas mit Mädel? Kann ich denn überhaupt schon irgendwas herstellen? Ich habe nämlich noch kein einzigen Ei aus dem Wasser gefischt. Ach, das ist eine Girlande. Wir können uns zumindest hier diese ganzen Anziehsachen herstellen. Ja, komm, das machen wir.
Hi, na? Öfters hier? Das sieht ja so lächerlich aus. Achso, ich habe auch noch eine neue Emotion übrigens bekommen. Der Schock. Ich bin schockiert über dieses stylische Aussehen, das ich hier an den Tag lege. Yeah. Ja, Baby, yeah. Okay, dann probiere ich zumindest noch ein einziges Ei aus dem Wasser zu ziehen. Ja, und im Wasser gibt es halt auch diese Eier. Okay, alles klar. Was mache ich damit? Hier ist ja Bett für alle. Und Nadine, ich mag es dir nicht gerne sagen, aber du hast Flöhe. Ich befreie dich mal davon, ne? Ein Floh. Flöhe, was? Oh, ich habe in meinem Leben schon Schlimmeres gesehen. Das willst du gar nicht alles wissen. Danke jedenfalls, dass du mir den Rücken frei hältst. Rechne mit dir ganz hoch an. Ja. Bitte, Nadine. Die läuft immer mit ihrer blöden Tüte hier rum, mit ihrem Bier drin und hat Flöhe. Ich will die nicht mehr in meinem Leben haben, einfach. Ja, das ist doch ein Bett. Ich will da bitte... Hallo, ich will da bitte drauf schlafen können. Was ist das denn für ein Bett, auf dem man nicht schlafen kann? Ah, von der Seite. Ja, das sieht doch bequem aus. Geil. Oh ja, oh, diese ganzen Eier. Oh, ich liebe sie so sehr. Oh, diese Eier, ja! Das ist ja super bescheuert. Ich liebe dieses Häschen-Event. Oh mein Gott. Aber ich brauche auf jeden Fall noch DIY-Rezepte hier für die ganzen Kirschblüten. Aber ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das mit dieser Folge. Wir haben ein paar Sachen hergestellt. Ich werde noch weiter farmen auf jeden Fall. Ich werde heute nichts anderes machen. Machen wir doch nichts vor hier. Ich werde heute nichts anderes mehr machen. Außer komische Eier zu farmen. Ja. Mal gucken, was ihr dann sonst noch so bekommt für DIY-Projekte. Beim nächsten Mal kann ich euch wahrscheinlich ein paar mehr davon zeigen. Aber das war's dann jetzt mit dieser... Nein, du musst Gulliver noch helfen! Gulli, ich hätte dich fast vergessen. Ich hab dich vergessen, to be honest. Aber jetzt sehe ich dich gerade wieder. Guck mal, Gulli, ich würde dich doch niemals vergessen. Wunder dich, by the way, nicht über mein Outfit. Alles cool. Und hier hast du deine Teile. Schön, haben wir Gulli noch zum Ende des Videos gerettet. Jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Eiersuchen, Leute. Tschüss.